Moin und hallo. Heute aus einem Ort, an dem wir eigentlich gar nicht sein wollten, aber nun sind wir doch hier. Und zwar in Gibraltar, beziehungsweise nicht ganz, nicht direkt. Wir sind noch auf spanischem Gebiet, aber direkt an der Grenze zu Gibraltar. Und zwar sieht man da hinten schon den bekannten Felsen von Gibraltar. Wir haben hier parken dürfen. Für 24 Stunden zahlen wir knappe 14 Euro. Wir haben einen wunderschönen Blick auf den Hafen hinten gehabt und auch eine sehr ruhige Nacht. Ja, aber warum sind wir eigentlich hier, wenn wir nicht herkommen wollten? Und zwar haben uns viele empfohlen, Gibraltar anzuschauen. So, und ja, das machen wir heute. Wir sind gespannt, was wir da entdecken werden. Und vorher müssen wir aber noch zwei Leute abholen. Stopp, stopp, bevor es losgeht, möchte ich noch schnell meinen Joghurt frühstücken. Ja, und zwar gesunde Ernährung ist mir super wichtig und dabei unterstützen mich die Produkte von Sunday Natural. Die Produkte sind aus natürlichen Inhaltsstoffen und ohne chemische Zusätze. Ich verlinke euch meine Lieblingsprodukte in der Videobeschreibung. Ich habe auch einen Code für euch. Mit Melinda David spart ihr 10% auf euren nächsten Einkauf. Im Link findet ihr noch weitere Informationen. Und genau, jetzt geht's aber nach Gibraltar und dann sehen wir uns dort wieder. Ja, irgendwie hat uns nie so dieser England-Hype erfasst, oder? Also, warst du schon mal in England? Nö. Ich auch nicht so. Also, deswegen hatten wir Gibraltar gar nicht so auf dem Schirm und sind jetzt umso gespannter. Ja, Melli wird hier von Nusa weggezogen. Ja, wir sind hier umso gespannter, was Gibraltar so zu bieten hat. Hier der Blick auf den Hafen. Und wir erzählen euch alles, was ja, ihr eigentlich über Gibraltar wissen müsst, damit ihr auch dahin könnt, falls ihr da Bock drauf habt. Wichtig ist, dass wir gleich über ein Flugfeld fahren. Über eine Landebahn quasi in die Stadt gehen. Und ihr braucht Pässe und falls ihr Hunde dabei habt, für die natürlich auch. Guten Morgen! Hey, guten Morgen! Hallo! Na, ready for Gibraltar? Ja, wir sind bereit. So, und ihr zwei habt ihr Gibraltar auf dem Schirm eigentlich gehabt? Ja, schon ein bisschen. Mag nicht. Ja, schon. Aber auch tatsächlich nur über Instagram eigentlich. Bei anderen gesehen. Aber schon letztes Jahr. Aha. Ja. Und was erwartet ihr von Gibraltar? Ja, UK-Feelings. UK-Feeling? Ja, schon anders, ja. Ihr seid so UK-Fans? Ne, wir waren noch nie da, außer in London einmal, ne? Ja, einmal in London mit der Schule. Ja, ich war noch nie in England. Ja, dann wird es doch. Hat mich irgendwie nie so gepackt, dann aber. Dann wird es heute Zeit. Vielleicht stecken die zwei mich ja an. Aber ich hoffe, wir sind jetzt nicht nur da, um rote Busse oder rote Telefonzellen zu sehen. Mal schauen. Was erwartest du denn? Ich weiß es nicht. Fish and Chips vielleicht. Und ja, ansonsten lasse ich mich überraschen. Ich habe eigentlich keine Erwartung. Okay. Bin da sehr offen. Mal schauen, was die Stadt zu bieten hat. Ja, und zwar gestern habe ich was richtig Trauriges gelesen, es hat mich ganz tief im Herzen getroffen. Ihr wisst ja, jeder erkundet die Stadt irgendwie auf seine eigene Weise und bei uns ist es halt Kaffee. Und ich bin auf der Suche nach guten Kaffees gewesen in Gibraltar und bin auf einem Blog gelandet und da ist jemand, der kennt sich mit Kaffee gut aus und der war hier vor ein paar Jahren und er hat geschrieben, dass es in Linea, also auf spanischer Seite, keinen guten Kaffee gab und auch in Gibraltar gibt es nur schlimmen Kaffee. Man stand vielleicht guten Tee, ja. Und dann stand ich da gestern da und habe gedacht, ja, was machen wir denn hier eigentlich? Naja, let's see what they got, würde der Engländer jetzt sagen. Wir stehen jetzt hier an der Grenze. Wir reisen das erste Mal nach England ein. Wir müssen Pässe vorzeigen und den ganzen Kladderadatsch mitmachen. Und ich würde mal sagen, gucken wir mal, ob es wirklich nur schlimmen Kaffee in Gibraltar gibt. Oder vielleicht habe ich doch was Gutes gefunden. Huh? Guck mal, great tasting. This is a great. You want to try? No? You should try. Don't know. Flotter? Das ging ganz flott. Einfach nur kurz vorzeigen und dann kann man gleich rein. Ich glaube, der hat noch nicht mal richtig drauf geguckt, ne? Ich glaube auch nicht. Und wie ist hier in Gibraltar zu sein? Merkt ihr schon, die Luft ist so anders, oder? Kälter. Das richtiges British Wetter, würde ich sagen. Die Atmosphäre ist so different, huh? So richtig British. Wow, ich merke das. Fish and Chips. With a British accent. Oh yeah, my accent is quite good, huh? This, I think, is amazing. Und das, liebe Freunde, ist genau, warum wir hier sind. Ja, jetzt sind wir schon in Gibraltar, aber wir müssen jetzt noch über die Landebahn.
Und zwar befindet sich dahinter die Altstadt. Aber jetzt müssen wir warten. Ich weiß nicht, wie lange wir warten müssen. Keine Ahnung, ob das überhaupt jemand hier weiß. Weil jetzt startet oder landet gleich ein Flugzeug. Und sobald das gelandet ist oder gestartet, dann dürfen wir rüber. Und das ist einzigartig auf der ganzen Welt, dass man, um in eine Stadt oder ja, da rauszukommen, über eine internationale Fluglandebahn muss. Hier vorne haben sie auch so Spikes ausgelegt, um potenzielle Attentäter davon abzuhalten, auf diese Landebahn zu fahren. Und ja, jetzt warten wir hier ganz gemütlich, bis wir rüber dürfen. Also Sprit ist hier auf jeden Fall schon mal um einiges günstiger, 1,33 Euro. Aber es sind immer noch 20 Cent günstiger als in Spanien. Ja, man kann ja theoretisch auch mit dem Auto rüberfahren, aber die Parkplätze sind hier sehr begrenzt. Und ja, warum das Auto anmachen, wenn man die 2 Kilometer eigentlich auch laufen kann, ne? Und jetzt sind wir drüben, in Gibraltar. Hier gibt es diesen Felsen, für den Gibraltar berühmt ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir es heute da hoch schaffen. Also, weil da gibt es lebende Affen. Und die. Ja. Und die, die einzigen in ganz Europa lebenden Affen gibt es hier in Gibraltar. Und die greifen wohl auch Hunde an. Und uns würden sie wahrscheinlich die Kamera mopsen. Deswegen müssen wir mal schauen, wie nah wir da rankommen. Von erst mache, dann sehe ich gar nichts. Ja, ich habe jetzt hier auch keinen Empfang. Also hier ist das so, dadurch, dass England nicht mehr zur EU gehört, hat man hier Roaming-Gebühren. Und man hat hier auf großen Plätzen mit Vodafone Spanien Empfang, aber so in den engen Gassen nicht so dolle. Und wenn man sich ins englische Netz einwählt, dann wird es richtig teuer. Also darauf solltet ihr euch einstellen. Wir haben jetzt kein Internet und orientieren uns halt einfach mal so durch die Stadt. Wir haben nämlich auch gar nichts runtergeladen, ne? Ich glaube, hier riecht es nach Kaffee. Es scheint, als wäre da vorne eine Kaffeerösterei. Saccarello. Seit 1888. Okay, mal gucken, was die drauf haben, die Jungs. Leider keine Hunde erlaubt. Kein Hund erlaubt. Wir müssen draußen bleiben. Ja, dann mussten wir draußen bleiben. Tut mir leid. Das ist das erste Mal, dass wir in ein Café gehen, wo keine Hunde erlaubt sind. Das gefällt mir hier schon mal nicht. Oh. Die Engländer. Die Engländer haben es schwer bei Melli. Also, und wie sieht es da drin aus? Wie in so einer Brauerei. So eine alte Brauerei. Aber riecht es wenigstens nach Kaffee? Nee, es riecht nach Frittenfett. Ich glaube, hier gibt es auch Fisch und Chips. Ja. Vielleicht sollte man lieber das essen, anstatt Kaffee trinken. Also, meinst du, wir sollen mal einen Kaffee probieren? Ich glaube, ich trinke lieber einen Tee. Ja, also Espresso. Ich würde sagen, gar nicht so verkehrt hier. Es schmeckt überhaupt nicht bitter und man hat sogar leichte Fruchtaromen. Und ihr wisst ja, ich bin immer sehr optimistisch und habe deswegen hier einmal ein Blend gekauft mit ein bisschen robuster Wumms für eine schöne Crema in unserem nächsten Espresso im Van und ein Äthiopien-Kaffee, den mag Melli so gerne. Der soll nach Orange schmecken, also auch was Fruchtiges. Und überraschenderweise sehr billig hier. 4,20 Pfund, was knappe 5 Euro sind. Normalerweise zahlen wir viel, viel mehr, fast das Dreifache davon. Und das liegt daran, weil Gibraltar eine zollfreie Union ist. Also hier kann man sehr viel, also keine Union, aber es ist irgendwie so ein zollfreies Gebiet. Und hier kann man sehr viel, sehr günstig einkaufen, zum Beispiel auch Parfum. Aber da sollte man hier vorsichtig sein, habe ich gelesen. Es gibt auch viele Fake-Parfums, die einem angedreht werden. Aber wir sind ja nicht auf der Suche nach Parfum, sondern nach Kaffee. Und falls ihr das auch seid, könnt ihr dann auch hierher kommen. Cheers. Ja, so
nachdem wir jetzt Kaffee getrunken haben, sind wir gut gestärkt für die Stadt. Und was hier gleich irgendwie so auffällt, ist, es ist so ein schöner Mix aus British und Spanisch. Also man hört hier beide Sprachen und auch die Gebäude sehen so ein bisschen gemixt aus. Was hier ziemlich cool ist, finde ich, dass es hier in Gibraltar sehr viele Kirchen gibt. Also hier findet sehr viele Glaubensgemeinschaften haben hier ihre eigenen Kirchen. Eine Moschee gibt es hier am südlichsten Punkt von Gibraltar. Es gibt hier ja natürlich katholische Kirchen, aber halt auch Synagogen und noch ganz viele andere Gotteshäuser. Also es scheint hier sehr, sehr doll auf Religionsfreiheit ausgelegt zu sein. Aber trotzdem wird hier das Britische sehr gefeiert und man findet hier auch überall Fish and Chips. Und die werden wir uns nachher natürlich auch nochmal besorgen. Es ist schon wieder Zeit für Frühstück, oder was? Ja, also ich habe hier entdeckt, es gibt Cronuts. Und das habe ich schon irgendwann mal vor langer Zeit gelesen. Und das sind Donuts und Croissant in einem. Und das müssen wir jetzt mal probieren. Das habe ich noch nie woanders gesehen. Ja. Nur im Fernsehen. Bin mal gespannt, wie die schmecken. Ja, und hier dürfen Hunde rein, ne? Ja, deswegen schöner Laden. Der Kaffee hier ist leider Kapselkaffee. Oh. Ja. Bin ich auch mal gespannt, wie die Cronuts schmecken. Mmh. Oh mein Gott. Mhm. Deswegen könnt ihr herkommen. Ja, für die Cronuts. An all unsere türkischen Zuschauer, Çok güzel. Wirklich. Das ist richtig Çok güzel. Ja, also das war jetzt auch cool hier drin, ein paar Cronuts zu essen. Und ihr habt ja schon gesehen, dass der Fels von Gibraltar ziemlich massiv hier das Stadtbild beeinflusst. Und wir kommen zwar nicht ganz hoch, zum einen kostet das Eintritt, ab 17.15 Uhr wäre es aber kostenlos. Und zum anderen ja wegen den Affen, die ich vorhin schon erwähnt habe. Aber wir werden uns trotzdem so ein bisschen auf den Felsen begeben, weil ich möchte so einen kleinen Überblick über die Stadt und die mal so von oben sehen. Und deswegen laufen wir zu einem Punkt, der den Namen Devil trägt. Der will irgendwas Punkt. So, und dann laufen wir jetzt mal hin und gucken, wie die Stadt von oben aussieht. Das ist großartig. Großartig. Und anstrengend. Perfekt. Der Hund hat auch schon Stärkung gefunden. Mmh, lecker Scheiße. Nee. Pfui, pfui, Nusa. Pfui, hey. Ja, hier in Gibraltar ist alles ziemlich eng und es geht immer steil bergauf. Und zwar liegt das daran, weil es einfach wenig Platz gibt in Gibraltar. Deswegen haben die in die Höhe gebaut. Und wir sind zwar noch nicht am Devil's Gap, aber hier schon auf dem Weg dahin kann man sehen, ja, was für eine schöne Aussicht man hier hat. Und zwar sehen wir hier drüben die Stadt Algeciras und den Hafen von Gibraltar. Und am Tag fahren 220 Schiffe durch die Straße von Gibraltar. Das finde ich ziemlich, ziemlich heftig, weil es riesengroße Container sind. Also eine richtig große Menge an Waren, die da transportiert wird. Jetzt weiß ich auch, warum das Ganze hier Devil's Gap Battery heißt. Da. Das ist die Batterie, beziehungsweise Kanone. Und die haben sie halt im Notfall, hätten sie die geladen. Und dann schön abgefeuert. Ja, und jetzt stehen wir heute hier mit Kameras und Handys und filmen das Ganze. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sowas mal ja, so wichtig war inmitten von Europa. Ich finde das auch irgendwie immer noch sehr, sehr befremdlich, so Militäranlagen. Aber die Aussicht von hier oben ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Das ist jetzt für uns auch anstrengend. Und was darf natürlich nicht fehlen, wenn man schon mal auf englischem Staatsgebiet ist sozusagen? Fish and Chips. Genau, das probieren wir jetzt einmal aus. Wir haben jetzt Fish and Chips bestellt für 14 Pfund. Was ungefähr 16 Euro sind. Oder bin ich da richtig so ungefähr? Vielleicht. Ich weiß es auch nicht. Ich ja, check das nicht. Also ich check das auch noch nicht so. Wir zahlen halt mit Karte. Bin mal gespannt. Wir teilen uns halt eine Portion.
Karte zahlen. Stimmt, aber ich kann gar nicht mehr mit Karte zahlen. Oh Gott, geh da runter. Ja, ich kann gar nicht mit Karte zahlen, weil meine Karte gesperrt ist. Weil ich hier mit Karte gezahlt habe. Ja. Oh, Musa, runter. Hey. Sorry. Not okay. Are you British? No, American. American? And do you like the fish and chips? Good? Yeah. Yeah? Enjoy, good appetit. Thank you. Thank you. Aber warum ist jetzt Gibraltar eigentlich Gibraltar und ja, nicht Spanien? Das liegt zum einen einfach an dem Zufall. Und zwar vor mehreren hundert Jahren waren englische Offiziere mit dem Schiff unterwegs und wollten Cadiz einnehmen. Aber das haben sie nicht geschafft. Also haben sie sich zurückgezogen und sich überlegt, ja, mit leeren Händen kommen wir auch nicht nach Hause. Sieht nicht so gut aus. Und da haben sie festgestellt, dass Gibraltar gar nicht so gut militärisch gesichert war. Also haben sie es einfach angegriffen und haben das quasi eingenommen. So, vorher waren hier schon die Römer, die Phönizier, die Berber, natürlich auch die Spanier. Ja, und auf einmal war das ganze Ding britisch, mehr oder weniger zufällig entstanden. Und dann haben sie es auch nicht mehr aus der Hand gegeben, weil sie gemerkt haben, dass das eine richtig krasse militärische, ja, ein wichtiger Stützpunkt ist für ihre Seeflotte. Und die hat man heute auch noch von oben. Ja, das ist halt jetzt britisch. Und oben auf dem Berg leben Affen, weil... Das weiß auch keiner so genau. Entweder haben die hier überlebt und im Rest Europa sind sie ausgestorben, aber vermutlich haben die Berber sie halt einfach hier mitgebracht und sie gefüttert. Und seitdem leben oben auf dem Berg Affen. Ja, so sieht das aus, die einzig lebenden Affen in Europa. So, ich glaube, das war jetzt ein bisschen viel Geschichte für euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen da und schreibt uns in die Kommentare, ob ihr auch schon mal in Gibraltar wart. Wir werden jetzt Gibraltar wieder Richtung Landebahn verlassen. Und ja, sehen uns dann gleich wieder am Auto. Komm, Nusa, wir gehen nach Hause. Komm, wir gehen nach Hause. Und, hat's dir gefallen? Ja, also es war schon schön, aber ja. Ja, einmal gesehen ist gesehen, ne? Ja, man macht es halt, vielleicht, wenn man schon mal hier ist, um es einfach gesehen zu haben. Aber ich fand es jetzt nicht, mir hat jetzt irgendwie so der Wow-Effekt. Vielleicht war das Wetter auch nicht so gut. Und dann sah das alles nicht so schön aus, aber so der Wow-Effekt hat halt gefehlt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber man kann günstig einkaufen. Spirituosen, Tabak, weiß ich nicht, Parfüm, sowas. Man kann gute Fish and Chips essen. Man kann wandern auf dem Felsen. Ja, das ist eigentlich auch ganz cool. Schönen Blick über die Stadt. Das war auf jeden Fall lohnenswert, da mal hochzulaufen. Man kann Affen sehen. Laufen, wenn man möchte, genau, ja. Zu den Affen. Also ich würde sagen, für einen Tagesausflug ganz okay, ne? Ja, also einen Tagesausflug kann man auf jeden Fall mal machen, wenn man schon mal hier ist. Ist auch irgendwie aufregend, da so über die Grenze zu laufen. Oh, so, aber bevor wir zur Landebahn fahren, holen wir uns erst noch mal eine heiße Dusche ab. Hier kann man für 5 Euro pro Person 15 Minuten heiß duschen. Ja, war anstrengend heute, Nusa, ne? Und es gibt ja auch einen Fitnessstudientarif, da kann man sogar trainieren und danach heiß duschen, aber ich habe keinen Bock auf Fitnessstudio heute. Mir reicht das mit der Bewegung bei dir. Ja. Einfach nur duschen, ne? Oh. Na, und du, Nusa, reicht dir das auch für heute? Hast du toll gemacht, gell? Die Dusche hat so gut getan. Und jetzt geht's zu den anderen. Auf die Landebahn. Das Ding heißt hier Landebahn, weil das eine 2 Kilometer lange Strecke ist, an der einfach nur Vans stehen. Selbst waren noch nicht hier, aber Freunde von uns. Und ja, mit denen treffen wir uns jetzt gleich wieder. Tim hat nämlich Geburtstag und ich bin mal gespannt, wie viel hier eigentlich noch frei ist, weil er gesagt hat, die Plätze sind alle schon belegt. Direkt, nee, sind das schon Malte und ja. Caro hier auch? Ja, dann parken wir doch direkt hier, oder? Oder hier. Da ist ein Stuhl! Wir haben einen Stuhl für uns hingestellt. Geil, das habe ich eigentlich als Scherz gesagt. Ich glaube, die sind alle am Strand. Glaube ich auch. Gleich. Oh, dann werden die aber Augen machen, wenn die zurückkommen und uns hier sehen, ne? Und bin ich auch kurz vor mit Lucy? Wir sind angekommen. Und wir hoffen, ihr seid auch gut angekommen, wo immer das auch ist und was immer ihr heute vorhattet. Ihr habt es gemütlich und kuschelig und dann freuen wir uns, euch nächste Woche wiederzusehen.
Wir gehen jetzt an den Strand. Es ist ein bisschen windig, frisch geduscht. Also sagen wir tschüss, bis nächste Woche. Freust du dich auf Fiete? Wolltest du nicht, sollen wir dich mal rauslassen? Oh, komm.